Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Animal Crossing New Horizons. Nun sind wir bei Part 15 und hier hat auch Melinda schon was zu sagen. Und nicht vergessen, der Häschentag ist nur einen kleinen Hüpfer entfernt. Das heißt wohl auch, uns steht ein Wetterwechsel bevor. Eine Jahreszeit verabschiedet sich und die nächste zieht auf. Hier nun das Neueste für heute. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel, heißen wir Freya auf Hyrule willkommen. Die habe ich allerdings von der Insel geholt, von der Meileninsel. Willkommen Freya, ich bin sicher, dass dir das Leben auf unserer Insel gefallen wird. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Hyrule so besonders macht. So, zum Abschluss habe ich noch etwas Besonderes anzukündigen. Der unglaubliche, unvergleichliche Musiker KK beehrt uns auf Hyrule. Und nicht nur das, er gibt ein Konzert für alle auf der Insel. Wir übertragen live. Genießt die Show. So, heute kommt der große KK zu uns. Freue mich sehr. Und mal gucken, wie man das einleitet. Oh, es geht schon los. Hey Hyrule, es ist richtig abgefahren, heute hier zu sein. Das war immer mein Traum, schon damals als junger Welpe mit, ja, Pappgitarre. Wollte auf eigene Pfoten stehen, dorthin gehen, wohin meine Straße mich führt. Immer auf der Suche nach einem magischen Ort, wo coole Leute wie ihr gemeinsam abfeiern. Und einem Streuner wie mir zuhören wollen. Ah, Schluss mit den sentimentalen Erinnerungen. Legen wir los. Zeit für den Groove. Bin gespannt, jawohl, dieser hier ist für euch. Coole Leute auf Hyrule. Er heißt Neue Horizonte. So, so viele Mitbewohner habe ich schon. Wahnsinn. So, ich möchte jetzt nicht so viel reden, wenn der singt. Richtig cool. Nintendo. Wow. Danke, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ja. So, das war also der große KK, den man auch schon von den anderen Animal Crossing Teilen kennt.
Oh, da steht auch schon Tom Nook. Er will was von mir. Grüß dich, Achilles. Na, hat dir das Konzert von KK auch gefallen? Bin so froh, dass er bei uns aufgetreten ist. So was Wunderbares. Hier zur Feier des Anlasses schenke ich dir sein Lied, Neue Horizonte. Oh, danke. Du brauchst nur etwas, das Musik abspielen kann. Dann kannst du es anhören. Viel Vergnügen. Ach ja, und noch was Tolles. KK hat unser kleines Inselchen anscheinend richtig gut gefallen. Er meinte, er würde ab sofort jeden Samstag am Abend bei uns spielen. Boah. Wenn man es mir früher erzählt hätte, hätte es ja nie geglaubt. Hyrule, einst eine verlassene Insel, ist nun eine Location für erlesenste Konzerte. Ich kann dir gar nicht genug danken und allen anderen auf der Insel. Mein Paket war ein voller Erfolg. Ich hoffe, dass Hyrule auch künftig immer schöner und lebenswerter wird. Du hast so viel zu unserem Glück beigetragen. Kein Zweifel. Mit dir haben wir eine goldene Zukunft. Ach, und beim Thema Zukunftsmusik. Ich hätte da eine nuktastische neue App für dich. Die macht unsere Insel noch toller und attraktiver. Hier, ich schicke sie dir gleich aufs Snoophone. Ja. Inseldesigner, cool. Erhalten, gut. Die App heißt Inseldesigner. Knackig wie. Die gute Stück aus der reputablen App-Schmiede von Nuke Inc. erlaubt größeres Umgestalten der Insel. Anfangs kann man damit zwar nur Wege bauen, aber das ändert sich, wenn man ein paar Meilen investiert. Mit entsprechender Berechtigung darf man dann nämlich sogar Plateaus oder Flussläufe anpassen. Ich sag dir, wenn du erstmal ins Inselgestalten hinein schnupperst, wird's für dich kein Halten geben. Daher schon jetzt viel Spaß beim Sammeln der ganzen Gestaltungsberechtigungen. Ach, Hyrule hat sich wirklich zu einem Inseljuwel gemustert. Gemausert. Ja. In Zukunft will ich unsere Bewohner noch mehr in die Gestaltung unserer schönen Stück Land einbeziehen. Zukunft ist rosig, Achilles. Ich und Nuke Inc., wir freuen uns schon jetzt auf weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dir. Deine Ideen für Hyrule werden auch in Zukunft Gold wert sein. Davon bin ich überzeugt. So, Herr Nuke, du warst schon mal richtig sentimental. Vielen, vielen Dank. So, heute haben wir auch schon den 1. April. Wow, was für ein Auftritt. KK, dahingelegt. Jetzt wird langsam der Alltag wieder Einkehr halten. Aber das heißt nicht, dass man nicht jeden Tag genießen sollte. Genau. So, mein Nuke vorne, kommt meine Kohle wieder aufs Konto, die ich gesammelt habe durchs Fischen. Gestern habe ich ordentlich gefischt. Gestern habe ich am letzten Tag den Huchen und den Stör gefangen. Darauf wollte ich auch noch eingehen. Wie ich die gefangen habe und vor allen Dingen, wo man die fängt. Oh, Zinsen. Wow. Oh, 1000 Nutmeilen wurden mir geschenkt. Cool. So, also. Wie fängt man die Fische? Also das Stör. Zum einen. Oh, hier haben wir schon die Flasche. Gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Ein Blatt. Das habe ich noch nicht. So, ganz kurz zu meiner Wenigkeit zu kommen. Den Stör fängt man hier. Und den guten Huchen, der sehr selten ist. Zumindest habe ich zwischen 50 bis 70 Futter gebraucht. Also Fischfutter oder Köder fängt man hier oben. Und ich bin echt wirklich sehr froh darum, dass ich die beiden Fische noch gefangen habe, bevor der März endet. Oder hier oben.
am Wasserfall. Am besten immer wieder einen Köder reinwerfen. Nach Fisch schauen, wieder runter. Also wieder reinwerfen, dann kommt wieder einer und so weiter. Also es hat mich schon ein bisschen Nerven gekostet. Einmal ist er mir entkommen. Oh, was habe ich denn da? Ein Erdglücksei eingegraben. Cool. Bin vor allem mal gespannt auf die neue Fische. Ein Fisch, was mir noch fehlt, wo mir gerade einfällt, ist zum Beispiel diese Goldforelle. Oh, jetzt sind aber jede Menge Dinger vergraben, bestimmt noch ein paar Eier. Aber für was sind die Eier, frage ich mich. Sind da irgendwelche Möbelstücke drin? Kann das gut sein? So, hier fliegt ein schönes Geschenk. Das werden wir gleich. Ah, ich habe keine Schleuder mehr, die ist ja kaputt gegangen. Wollte ich gerade eben vom Himmel schießen. Schön, dich zu sehen. Hi. Adelheid! Schönen Bewohner. Wahnsinn! Du bist das Foxfort! Foxtrott. Hey, du siehst heute echt klasse aus. Ja, gutes Wetter und alles, ja. Da los! Unbedingt singen! Lippi, die Boing, du hast mich gefunden. Da sag ich doch glatt, Hallöchen, ich bin keine Seifenblase, nein, oh nein. Ich bin Os, der Hase. Stimmung, ja. Die Frifra Freude ist groß. Darfst gerne mitjubeln, nur mit. Und damit du weißt, warum du dich freuen musst, erkläre ich dir gern, warum ich hier bin. Übrigens, ich weiß, was du denkst, aber die Antwort lautet nein. Das hier ist kein Kostüm, verstanden? Hoppala papp, zurück zum Tita-Thema. Bald ist Häschentag und alles so yippie, ich dreh durch. Spaß im Freien, organisierte, gute Laune. Für mich jede Menge Arbeit. Weil du mich gefunden hast, verrate ich dir ein ganz super tolles Geheimnis über den Häschentag. Bereit? Mein Name ist Ost und jetzt lege ich los. Am nächsten Tag gibt es keine Schokolade, keine Bonbons, keinen Kuchen. Am nächsten Tag gibt es Glückseier. Der einzige Nachteil, du musst sie erst suchen. War das soweit verständlich? Das mit den Kuchen ist verwirrend, aber es muss sich halt reimen. Also gut, nochmal zum Mitschreiben. Auf der Insel sind sechs Sorten Glückseier versteckt. Die musst du sammeln. So viel wie möglich. Und dann bringst du sie mir. Gebäuden drin brauchst du nichts zu tun. Da lassen sie mich nichts verstecken. Bäume, Felsen, Gewässer, Erde, Himmel, lass dir kein einziges Glücksei entgehen. Und zusätzlich Bomben-Tipp. Hier, bitteschön. Eine Bastelanleitung für ein Häschen, Tagbett. Und Material dafür sind natürlich Glückseier. Und nur noch einen Hammer und noch eine Hammer-Ankündigung. Hoffentlich verspreche ich nicht zu viel. Habe überall auf der Insel weitere Bastelanleitungen für Häschentag-Krempel versteckt. Je näher der Häschentag rückt, desto mehr Anleitungen gibt es zu finden. Wenn du alle Anleitungen findest und alle davon nachbastelst, dann kriegst du einen Wahnsinnspreis. Also such Widerfluch und bastel
Aslo. Das ergibt keinen Sinn, aber klingt doch ganz gut, oder? Eine wie war wunderschönen Häschentag wünsche ich dir. Cool. Dann würde ich sagen, dann präsentiere ich mal noch ganz kurz meine Fischchen. Bevor ich mich aufmache, um die Eier zu suchen. So, diesen Raum kennt ihr ja schon. Hier werde ich gleich noch einspielen. Oder hinzufügen. So, hier haben wir einmal den Quastenflosser. Hier haben wir den Huchen. Hier haben wir den Stör. Also ich habe sie jeweils zum Glück nochmal gefangen. Also ich habe sie doppelt gefangen. Und ich kann empfehlen noch als wichtiger Tipp, wenn ihr den Stör fangen wollt, geht am besten auf meine Insel, wo ihr ja so einen Steg habt. Oder beziehungsweise nicht Steg, sondern so einen Flussübergang, wo ins Meer mündet. So, neue Horizonte. Sagen, das sieht mal ziemlich cool. Vor allem die Inselpakete würden mich mal interessieren. Ich bin mal gespannt, wie teuer die eigentlich sind. Ich hätte da neue Meilen, die ich einlösen kann. Stimmt ja, wie ich mich kenne, oder? Meilen, also ich habe echt genug gesammelt. So, bekommen wir durch den Automaten noch Meilen. Jawohl, 300 Bonusmeilen, das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Genug Meilen einlösen, gucken wir mal. Boah, 6000. Wow. Okay. Also man merkt, es gibt schon wirklich echt einiges, was man hier ausgeben muss. Aber das ist für mich kein Problem, hoffe ich doch mal. Bin ich ja gerade froh, dass ich noch so viele Muckmeilen habe. So, Plateau-Lizenz. Das sind wahrscheinlich die wichtigsten. Freue mich so, die Insel umzugestalten. Da könnt ihr ganz gespannt sein, was ich daraus mache. Bogenpflasterweg, das könnte man gut als Eingangsbereich benutzen. Holzpfadlizenz. Sandweg will ich jetzt nicht unbedingt. Oh, eigenes Designweglizenz. Das brauche ich definitiv. Weil ich das so zukunftsmäßig mir gerne bauen möchte mit den Strommasten und so, habe ich mir schon so einen kleinen Straßenweg mir überlegt zu bauen. So. Finde ich auch ziemlich cool, das hier. Terrakotta-Weg. Lohnt sich auf jeden Fall, das alles zu holen.
Oh, holen wir noch den Steinweg und den Ziegelweg-Lizenz? Ziegel sind auch ziemlich cool aus, wollen wir auch auf jeden Fall noch. So, das reicht mal fürs Erste. Haben wir ja ordentlich schon Sachen ausgegeben. Würde sagen, dann besuchen wir mal kurz den Nook. Einen Besuch. Dann heißt es erstmal die Ohrsteine suchen. Ah, der Nook hat wahrscheinlich nichts, hat nichts Interessantes. Das ist, was ich geholt habe, habe ich gestern geholt. Ich hoffe, dass der Nook bald größer wird. So, liebe Leute, was ich euch noch sagen wollte, die Goldforelle kann man jetzt noch diesen Monat fangen, und zwar, die befindet sich hier. Manche meinen, der Fisch wäre ziemlich groß, das ist er aber nicht. Er ist ungefähr so groß wie ein Flussbarsch vom Schatten her. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Und das war es auch schon wieder mit dem Part. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir gerne einen Daumen da, wenn es euch weiter gefallen hat und mir bei meinen weiteren Projekten unterstützen möchtet, lasst gerne ein Abo da. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Part und vielen Dank. Bis dann. Bye bye.